Servus und hallo, willkommen zu Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Und ich bin wieder zu Gast beim Anno. Ja, moinsens. Und wir erschaffen neue Piraten. Ja. Kämpfer gegen die Piraten. Eine Anti-Piraten-Eingriffsarmee. Und den Roten kann er auch irgendwann vernichten. Juhu. Wenn wir schon dabei sind. Ja, wir versuchen weiterhin gegen Rot und Pirat anzukommen. Ja. Und so ein bisschen den Durchblick zu kriegen über unsere Inseln. Was auch nicht gerade sehr einfach ist. Und weil man ständig rausgerissen wird. Und wir das ja nicht von selber aufgebaut haben, sondern die KI da ihre Finger mit im Spiel hatte. Ja, die böse KI. Neue Einheiten sind bereit. Sie sind bereit. Böse KI, also quasi Control. Ich bin gerade überlegen, wie hießen die nochmal bei bei den Terminatoren? Terminator? Skynet. Skynet. Okay. Der böse Skynet. So, ja, komm, probier mal dein Glück vom Mod. Komm zu Hause an und werde glücklich, keine Ahnung. Habe übrigens letztens wieder einen Talk zu Discovery gehört und da haben die was erwähnt, wo ich mir gedacht habe, ja, stimmt. Ja, okay, ja. Stimmt, das wäre auch mein Problem so ein bisschen mit der Serie, also so das Übliche halt mit, es ist halt keine Kollektivserie und ist halt nur die Burnham Show. Aber dann auch die Sache mit dem Speed, das haben wir auch schon gesagt, dass es halt alles viel zu gehetzt wirkt. Ja. Und alles so Showdown über Showdown geht. Und dass damit dann auch noch ein anderes Problem mitfolgt, nämlich dass es zu, da gibt es so einen eigenen Begriff, den ich jetzt vergessen habe, aber das ist quasi, warte mal, wie war denn das? Wenn Drama auf Drama folgt, dass man das dann nicht mehr für voll nimmt. Ja. So eine Drama-Überhäufung. Das hatten wir aber schon bei Staffel 1 gesagt mal. Also ich bin einmal, entweder du oder ich oder Toni, also einer von uns hat es definitiv gesagt. Ja, dass es mit der Schnelligkeit so krass ist, aber dass dann auch halt wirklich das mal abstumpft, das Zuschauer und sich denkt, ja okay, egal was da jetzt wieder ist, im Grunde ist es ja okay. Sie werden auch das wieder schaffen und es fühlt sich nicht wirklich nicht so an, das würde man jetzt die ganze Zeit mitfiebern, weil das halt einfach schon zu überladen ist und zu übertrieben. Ja, leider. Von der Dramaturgie einfach her. Mir ist dann auch schwer gefallen, da überhaupt mit der Story mitzukommen, einfach weil man nicht mehr weiß, wo ist jetzt so die Hauptstory und wo ist so die Nebenstory. Ja, kann ich nachvollziehen. Es hat sich gefühlt irgendwie alles wie so kleine, eigentlich ja, wie die Hauptstory angefühlt. So richtig Nebenstränge gab es eigentlich nicht. So. Ja. Ich bin auf jeden Fall voll bei dir. Weil wir hatten schon in Staffel 1 gesagt, dass es sich zu schnell überschlägt und man gar nicht die Tiefe der einzelnen Storys mehr ergreifen kann, weil ja im Prinzip du hast ein Ereignis und bevor dieses Ereignis vorbeigebrummt ist, hast du das nächste und das nächste und das nächste und gefühlt weißt du am Ende der Folge gar nicht mehr, was war das Hauptereignis, mit dem die Folge mal angefangen hat in Minute 30 Sekunden. Ja, ja. Ja, das ist dezent nervig. Diese Piraten hier, die machen unsere Schiffe andauernd kaputt. So, jetzt haben wir wieder ein paar Tönchen da drin. Auch angesprochen hatte es, dass so viele Piraten da sind. Ja, ich weiß. Oh Gott, da kommt der Nächste. Das hat manches nur sehr klischeehaft eingebaut ist. Also wie zum Beispiel dass sie halt unbedingt zwei Homosexuelle drinnen haben wollen. Aber da halt auch so gar keine Chemie zwischen denen aufkommt. Einfach nur, damit sie es drinnen haben und um ein Statement zu setzen. Aber man weiß eigentlich auch nicht wirklich, welches Statement, weil so richtig beleuchtet wird diese Beziehung eigentlich nicht.
Also gerade dann mit dem, was da der Doktor durchmacht, ist es eigentlich so, okay. Aha. Da kann man sich so gar nicht irgendwie reinfühlen und sich denken, okay, jetzt weiß ich genau, wie sich der fühlt oder warum. Und plötzlich dann, okay, nee, hat er doch wieder Gefühle für ihn, also für den Paul. Okay, ja. Also nicht, das wirkt ein bisschen einfach nur so, dass sie es drinnen haben, wie halt auch die Rolle der Frau, dass halt eine starke Frau unbedingt im Mittelpunkt sein soll, aber das ist halt dann auch schon teilweise zu überhastet, wenn man dann hat Burnham, die den Tag rettet für die Föderation, dann hat man Cornwell, die mal da ist und für gefühlt alles rettet, aber im Grunde immer nur One-Liner reißt und nichts voranbringt. Aber Hauptsache, sie ist halt die starke Frau im Mittelpunkt der Föderation. Dann hast du Lorel, die bei den Klingonen die Strippen in der Hand hat. Also auch so eine, einfach wieder das Klischee bedienen, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen. Ja, danke fürs Gespräch. Ja, ich habe dir zugehört, ich stimme dir auch vollkommen zu. Ich bin halt gerade sehr abgelenkt, sorry. Es passiert hier halt gerade zu viel. So, Siros, wie hättest du denn die Siros gerne umgetauft? Die macht nichts. Auch Aufbau? Komm, Aufbau 3 oder so. Keine Ahnung. Macht nichts. Oder schreib hin, dass die Kanonen hat. Ja, haben viele hier. Echt? Ja, die Aufbau hat welche, die Aufbau 3 hat welche. Haben viele hier. 2. Ja, unser Kriegsschiff hat welche. Hier oben das Schiff hat welche. Ja, das Kriegsschiff ist ja jetzt das Handelsschiff, oder? Die GFK hat welche. Übrigens, für die, die sich wundern, ich habe das eben zwischendurch schnell gemacht. Die GFK bringt jetzt die Gewürze und Kakao doch wieder hier zum Roten, weil ich festgestellt habe, dass wir Gewürze selbst auf unserer Insel hier anbauen. Die brauche ich dann nicht von unten auf unserer eigenen Insel hochschippern. Das ist ein bisschen sinnfrei, glaube ich. So, darf ich hier wegsegeln? Das ist es im Entferntesten möglich, danke sehr. Aber schauen wir mal, wegen Discovery. Kann ja durchaus sein, dass sich zu einer guten Serie entwickelt, weil Deep Space Nine wollte ich auch nicht weitergucken nach den ersten 2 Staffeln, weil ich es so grottig fand. Und dann hat sich es doch noch zu einer guten Serie entwickelt. Siehste. Was ich eben nicht abgesehen hätte, weil ich es ganz so schlimm fand. Ja, also mal gucken, wie denen das neue Setting drin gut tut. Die gute alte Zukunft. Mhm. Ja, momentan, primär bin ich ehrlich gesagt, also ich setze meine, was das klassische Star Trek Gefühl angeht, setze ich meine größten Hoffnungen derzeit auf die Picard-Serie. Auch wenn dazu noch überhaupt nichts bekannt ist. Aber es ist halt Picard dabei. Ja, das muss doch schon mal lang für den Anfang, finde ich. Und selbst der Teaser war irgendwie schon so richtig schön, wie man es halt gewohnt ist, so ruhig. Ja, es ist nichts explodiert, es war keine dramatische Musik. Kein Lensflare, so. Schnitt auf den, genau, so ganz pulsierende Schnitte und dann immer wieder Wackelkamera drinnen. Lensflare direkt auf den Alkohol. Ja. Schon mal cool. Was machen denn die Schiffe da? Ein kleines Community-Treffen? So ungefähr, die sind hier alle wegen Dingen. Ach so. Dinge. Ja, Dinge. Ich versuche hier gerade uns das irgendwie ein bisschen zu safen, aber wir haben hier zu wenig Holz, glaube ich. Ja. Na, jetzt müssen wir da ein Türmchen hin. So. Wie sieht's jetzt aus? Welche Schiffe sind jetzt hier mal repariert? Gar keins, ne? Mein Gott, werf, mach mal hinne. Bist du eine Route? Nein, okay. Komm schon. Werd fertig. Ja. Heute noch. Eine Schiffsübersicht gab es ja in dem Teil nicht, nein, oder? Nein. Eure Nahrungsvorräte. Geil. Bett. Wo? Hier? Oh Gott. Hier? Ja, hier. Machen wir Fischer. Komm, was soll's. Ich habe eh kein Holz hier. Wo können wir uns den Fischer hinsetzen? Ja, hier oben zum Beispiel, beim Schlechter. Ja, da ist mal ein. Das war auch schon, wir haben kein Holz mehr. Weil jetzt Holz in die sämtliche Reparatur der Schiffe hier reinfließt, instantly. Und in den Aufstieg, oder? Hast du einen entzogen? Nee, da sind. Oh, hä? Er hat nämlich so lange nicht gemosert. Ja, aber ich hab den, das...
Ja, genau das. Das meinst du, ne? Ja, das kenne ich. Ihr habt euren Einwohnern die Ach komm, dann geh halt auf die Route, ey. Alkversorgung. Oh Gott, die ist auch schon wieder hier unten. So, hier parken noch vier kaputte Schiffe. Das gibt's doch gar nicht, ey. Nee, das diesmal. Okay. Aufbau. Ja, mit unserem Volk übrigens die Baumaterialien entzogen, Anno. Weiß nicht, ob du das wusstest. Es ging fast so an mir vorbei, aber jetzt, wo du es sagst. Na dann. Da fällt es mir wie die Schuppe vor der Auge. Ich habe nicht mal 10 Holz, um dieses Gebiet hier hinten irgendwie zu erschließen. Das ist grauenvoll. So, reicht für eine Übersiedlung. Und man hat diese Insel hier unten Holz, die hat Holz. Soldaten sind ausgebildet. Der Pirat schippert so vorbei. Ja, brav, sehr brav. Alle am Reparieren und in der weißen Flagge. Sehr schön. So lobe ich mir das. Alle in Reihe und Glied. Und tschüss. Ist ja allerhand hier. Also langsam haben wir zumindest ihn hier mal von den Kontoren weg. Das ist ja schon mal ein winzig kleines Ziel. Auch wenn es gefühlt patrouilliert vor unserer City. Tabak. Als Protest. Tabak. Okay, jo. Hier zum Erz gar nichts oder was? Das ist ja auch toll. Ja, nee, gerade Fragezeichen. Okay, dann, ja, ist mir egal, was die jetzt davon halten, die Einwohner hier oben, aber das hier muss jetzt langsam die Insel für was anderes werden. Für Tabasco. Schiffsreparatur beendet. Aber wir da oben kaufen wir Erz ein, oder? Wir kaufen hier Erz ein, um diese zwei hier zu versorgen, damit wir hier irgendwie noch an Baumaterial rankommen. Weil, ja. Und was ist da, wieso sind die gerade so überfördert oder haben sie gar keins? Sie haben keins, da ist gerade kein Erz da, dann kann die Schmelze nicht schmelzen. Ja, wo denn? Oh Gott. Schon wieder die Gefkack. Die Alkoholversorgung ist immer repariert. Danke sehr, let's go. Ja, die sind auch nur eher so semi-optiv befreut hier. Naja. So. Ja, reißen wir mit den Scheiß hier alles weg. Piraten! Du kommst hier keine 2 Sekunden weiter, ey. Wie soll man denn diese Mission schaffen? Himmelsakrament. Das macht mich gerade innerlich sehr aggressiv, dieses Game. Und wir sind gerade erst bei Halbzeit an. Was heißt Halbzeit? Naja. Der Folge ja vielleicht. Alter, nee, das ist die verdammte Alkoholroute, die ist erst vor 2 Sekunden repariert worden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das ist Mission 8 von 16. Ach, das Ding. Oh Gott. Zieh von dann, verpiss dich, du scheiß Dreckspirat. Jetzt geht's aber los hier. Aber der ist echt ein bisschen nervig, wenn man nichts machen kann. Oh, da geht 6 an Bord, geil. Oh, come on! Alter!
Ein Schiffchen. Zack, Schiff gesunken, nächster Screen. Ich weiß halt auch nicht so wirklich, was ich sagen kann, weil dann bringe ich dich wieder raus, wenn ich irgendwas talke. Ja, Talk in dieser Mission ist echt, glaube ich, ich kann nicht viel beisteuern, glaube ich. Mach mal die ganze Zeit meine Gedanken, dass hier irgendwie... Ach Leute, ich will das andere Schiff, danke. Ich kann ja nebenbei erzählen, es war die E3 und da habe ich mir ein bisschen den Stream angeschaut dazu. Was denn so vorgestellt wurde. Jo. Schon mal so ein paar Sachen dann auf die Wunschliste gepackt, wo ich mir denke, oh, könnte ganz cool sein. Ja. Ja. Dito, also ich hab da auch so meine Ziele. So, Freunde. Hab's auf GameStar geguckt, auf dem Kanal. Boah, jetzt aber hier. Anschnallen, Pirat. Danke sehr. Ich weiß, es kauft uns nur eine Minute Ruhe oder so, weil er dann wieder aus dem Nichts irgendwo ich vom Kartenrand... Ich fand's gut, allein wie du durchgeatmet hast. Drecksack. Einer weniger. Für kurze Zeit. Bisschen wie Data mit seinem Emotionschip, so yes! So viel zum Durchatmen, der hat schon wieder die Handelsroute gekündigt, die Handelsverträge gekündigt. Das ist belastend. Was mich zum Beispiel voll überrascht hat, ist, dass ein neuer Flugsimulator angekündigt worden ist. Genau, der Microsoft Flugsimulator habe ich auch gesehen. Die Bilder von sahen auch ziemlich episch aus, muss ich sagen. Naja. Also Respekt, wenn sie die Grafik durchziehen und je nachdem, wie groß die Spielwelt so ist, dann könnte das echt was werden. Nur die Frage, wie groß das Publikum ist, was sich so wirklich dafür interessiert, für so eine ja, sehr Hardcore-Simulation. Ich habe keine Ahnung, ich nicht, meine Spielwelt ist es nicht. Aber es sah einfach schon grafisch ziemlich gut aus. Liegt an den Flügen, oder? Privat auch noch mit Flügen zu tun haben. Wobei das ja viele haben, dass sie dann sagen, so in der Freizeit dann auch ihren Beruf hobbymäßig verfolgen. Ich spiele hier gerade ein Aufbau- und Logistikspiel und bin nichts weiter beschäftigt als jeden Tag 8 Stunden in der Logistik. Also komm. ja gut, du schipperst jetzt nicht Alkohol in mittelalterliche Städte. Also. Ja, je nachdem, wie modern man Frankfurt hält, ne? Und Flugzeuge und Schiffe sind auch nicht so gerade dasselbe. Nicht? Sag mal, wieso wird denn das da oben nicht abgeholt? Was ist denn mit diesem Markthaus los? Und wieso ist da ein abgebranntes Gebäude? Wieso liegt da Stroh? Wieso trägst du eine Maske? Wieso haben wir kein Holz zur Verfügung? Oh Mann! Das gibt's doch nicht. Wir haben hier 1, 2 Holzfäller. Wir haben noch einen Holzfäller. Stimmt, wieso machen die nichts? Ich habe keine Ahnung. Oder kann der Marktplatz nicht über diese Platzstraßen gehen? Oh, ja, das Haus ist im Weg, glaube ich, oder? Oh. Der hat keinen Zugang. Ich dachte, hier wird es irgendwie. Warte mal, kann er nicht hier außen rum irgendwie? Hier? Ja, nee, vielleicht ist ihm das dann doch zu weit. Ja, aber ich habe ihn jetzt angeklickt. Das ist seine. Sakrament! Piraten! Jedenfalls, ja, bin ich gespannt, wie der Flugsimulator das handeln wird. Und wie viele Leute sich das dann antun werden und ansehen werden. Mhm.
war ja mal in den 90ern bis Anfang 2000ern war es eine relativ bekannte Marke, für diejenigen, die es jetzt vielleicht gar nicht mehr kennen. Microsoft Flugsimulator. Mhm. Und da kam jetzt, ja, so 10 Jahre oder so kam mal nichts. Nö, es gab auch null Konkurrenz auf dem Gebiet. Also es hat sich nie irgendjemand anders daran gesetzt und gesagt, so, wir übernehmen das jetzt hier mal maßstäblich für Microsoft oder so. Nee, gar nichts. Es hat halt so die Marschroute für sämtliche Simulatoren gesetzt, weil mir kam vor, dass der Flugsimulator so einer der ersten Berufssimulationen war. Und dann kam irgendwann der Landwirtschaftssimulator und dann wurde es halt so, ja, da gab es eine Überflutung an Simulatoren. Es gab eine Überflutung an Simulatoren? Mhm. Okay, sag an, wo soll ich den Durchbruch hier machen? Ich habe langsam keinen Plan mehr. Hier. Ich würde zwei Häuser wegreißen, ja. Kannst du da vielleicht die Kirche hinbauen? Die Kirche steht doch da. Oder die Kapelle oder was da noch ist. Soll ich die hier oben wegreißen? Ja, weil dann könnte es halt noch ein Dings hinsetzen, ein Haus da. Ich hoffe, die hassen uns jetzt nicht. Wir haben kein genügendes Holz, um die Kapelle zu bauen. Geil. Jetzt so. Aber er rennt immer noch nicht los zum Förster, oder? Oder habe ich ihn jetzt gerade verpasst optisch? Ja, wobei der arbeitet weiter, also muss es ja irgendwie. Es ist zumindest nicht voll. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Ein kleiner. Also war so meiner Meinung nach der Beginn der ganzen Simulatoren, der Flugsimulator. Ja. Aber die Welle dann erst nach dem Landwirtschaftssimulator kam, dass dann jeder auf die Idee kam, hier ja, cool, Simulationen. Ja, mit mal guter, mal schlechter Qualität. Simulatoren gab es in der Form schon immer. Ich sag mal nur, die ganzen. Diese Flut halt, meine ich. Ich finde, die schlimmere Flut war die Tycoon-Welle. Wo jeder Beruf als Tycoon rauskam. Falls ich noch, das war so 2000. Ja, das meine ich ja. Entweder Simulation oder Tycoon hießen die dann. Ja, aber der Landwirtschaftssimulator ist doch noch nicht 17 Jahre alt, oder? Nee, das noch nicht. Dann, das war die Tycoon-Dinger, die gingen wirklich so in den 2000ern los. Mit Industriegigant und Transportgigant. Und das war ja noch halbwegs brauchbar. Ja, die waren ja noch gut von der Qualität. Dann gab es den LKW-Tycoon und den Tycoon und den Berufstycoon und den Piloten-Tycoon und den Auto-Kfz-Mechaniker-Tycoon. Ja, das ist ja noch nicht 17 Jahre her. Das ist ja gefühlt dann erst so richtig losgegangen. Weiß nicht, wie du und Dago zum Beispiel das Let's Play hattest da zu dem Kreuzfahrtschiff-Tycoon und da gab es ja dann um die Zeit dann sehr viele seltsame Tycoons. Sehr viele. Entsprechend schockiert fand ich es auch, dass die Gegner bei Anno 2070 Tycoons hießen. Ja. Das war dann so, oh ne. Das macht's ja auch noch falsch, toll. Nicht mal richtig benennen könnt ihr. So, was bist du? Du bist die Alkoholversorgung. Wieso fährt die eigentlich hier am Jordan vorbei, ey? Mann. Folge müsste doch schon wieder zu Ende sein. Ja. Ja. Ihr segelt mal als groben Konvoi darauf. Was haltet ihr davon? Hm? So. Ich habe damit ja mehr Glück. Ja, da bedanke ich mich bei Valvo fürs Mitmachen. Stimmt doch, oder? Dass es zu Ende ist, oder? Wir sind bei 23 Minuten. Passt alles gut. Okay. Ich habe gerade in dem Moment noch nicht hingeguckt. Ich habe dann jetzt. Stoffe sind Mangelware. Stoffe sind übrigens Mangelware. Danke. wie hat er denn da schon wieder gebaut, der Arno? Nein. Ja, ich habe das hier nicht hochgebaut. Ich hätte das hier ganz grundlegend, also und anders. So, ach, guck mal. Ja, guck mal. Ein Badehaus braucht genauso viel Holz wie der Bau eines Pionierhauses. Das ist aber Hashtag Logik. Und es braucht keine Kanonen. Auch sehr wichtig. Das ist grandios. Das ist ja schon fast ein Luxusbau hier. Ich würde trotzdem sagen, dass wir ihn irgendwo zentralisierter hinsetzen wegen der Reichweite. Reichweite. Ja. Ja. Vielleicht hier so. Das alles aber in der nächsten Folge. Na komm, das Ding setzen wir jetzt noch eben plumps.
ich es hinter mir. Zack. So. Und dann können wir die Kapelle nämlich eigentlich nach unten versetzen und dahinter noch ein Haus. Mann. Wow. Geil. Ich frage mich gerade, ob wir die Kapellen überhaupt eigentlich brauchen. Eigentlich nicht, ne? In der Kirche. Nicht. Na gut, die Dingens brauchen es doch, oder? Wer hier? Nö. Okay, na passt. Der Glaube ist gedeckt, egal wohin. Könnt noch eine Moschee hinbauen. So, dann müssen wir uns das nächste Mal um die Nahrung hier auf jeden Fall kümmern. Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Hummel, Hummel, mach's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.